Schönen guten Morgen. Es ist heute der letzte Radeltag. Er ist gekommen, der 2. Oktober. Für uns geht es heute hier von Eschwege. Wir sind gerade gestartet. Bis nach Hannover Schmünden. 59 Kilometer haben wir jetzt noch zu radeln. Dann ist unser Urlaub zu Ende. Wetter ist heute nochmal Bombe. Ja, Jacke werde ich gleich sicherlich ausziehen können. Beziehungsweise das, was ich noch drunter habe. Es wird doch recht warm heute. Begleitet uns auch heute. Wir freuen uns drauf. Da oben das nächste Schloss, was wir gesehen haben. Und hier die Auflösung. Schloss Rotestein. Rotestein haben wir eben beim Google nämlich nicht gefunden, aber hier steht es auf der Karte erklärt. Wir dachten an den Klausbergturm, oben schon bei Allendorf, aber da ist es nicht. Und das ist auch mehr so ein Aussichtsturm. Hier stehen wir jetzt in Kleinwach. Selbst dem Lucy wird das jetzt mal zu warm heute. Der muss auch mal seine lange Hose ausziehen. Aber nicht, dass ihr denkt, er kriegt was zu sehen. Darunter ist nämlich noch eine kurze versteckt. Der hat immer den Zwiebellook an. Das ist immer ganz vorteilhaft, wenn man noch was ausziehen kann. Oh, ist das warm. Und ich frage mich, warum ich noch ein Sportunterhemd angezogen habe. Mir läuft der Schweiß unterm Helm raus. Wir sind jetzt hier in Allendorf. Das ist die eine Seite von der kleinen Stadt Bad Soden-Allendorf. Der kleine Umweg hat sich dann nun nochmal gelohnt. Konnten wir uns in die Eiche von so einem Allendorf nochmal angucken. Viele, viele schöne Fachwerkhäuser. Heute haben wir etwas ganz Besonderes, nämlich mal Rückenwind. Meistens jedenfalls. Das kommt ganz, ganz selten vor. Wir fahren in westliche Richtung. Der Wind ist aus Ost angesagt heute. Kommt auch her. Und angenehm zu fahren hier. Voller Bodenbelag. Echt klasse. Kleine Radfahrerautobahn. Bitte schön. Ein Traum hier, echt. Wir sind jetzt hier in Witzenhausen angekommen. Hier stehen wir auf der Werra.
hier ist ein Verkehr, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Wir bleiben jetzt wahrscheinlich auf der linken Seite der Werra bis Hanmünden. Circa 18 Kilometer noch. Wir haben es dann gleich tatsächlich geschafft. Da vorne Campingplatz Spiegelburg. Ist jetzt 20 vor 5. 17 Uhr macht der Campingplatz, oder besser gesagt. Wir sind hier an der Spiegelburg. Und so lange wollen wir hier nicht bleiben. Das heißt, wir wollen jetzt weiter bis Hanmünden. Aber wir wollten den Punkt hier nicht unerwähnt lassen, weil wir ja am Anreisetag schon hier waren, um diesen sehr entscheidenden Ort nochmal zu filmen und zu besuchen. Und haben eigentlich gesagt, wir kommen ja auch noch wieder vorbei. Am letzten Reisetag tun wir jetzt auch, aber wir können halt hier jetzt kein Päuschen mehr machen. Spannung steigt. Wir nähern uns den Parkplatz, dort wo unser Auto steht. Und ja, da steht er. Ein kurzer Blick aufs Display von der GoPro sagt mir, wir haben noch 9 Minuten, die wir jetzt quatschen können. Die SD-Karte ist gleich voll. Das passt nämlich super. Also, wir sind angekommen. Unsere Radreise ist an dieser Stelle beendet. Da steht unser Auto. Und unser Gefährt ist noch da. Ich habe den Helm noch auf, fällt mir gerade. Lucy hat den Helm noch auf. Also wir waren nicht in der Maske, haben uns nicht schön gemacht, gar nichts. Wir kommen hier gerade von unserer Tour. Circa 725 Kilometer gemeinsame Flüsseradreise 2020 gehen an dieser Stelle zu Ende. Wir sagen euch ganz herzliches Dankeschön fürs Zugucken. Und dann kommt ja on top noch Lucys Solo-Flüsseradreise, die drei Tage aus dem Juni plus unseren Verbindungstag. Ja, wir möchten natürlich nicht Tschüss sagen, ohne nochmal ein ganz kurzes Schlussfazit abzugeben. Was war gut, was war schlecht? Also gut fand ich auf jeden Fall den Fulda- und den Werra-Radweg. Da sind wir uns beide absolut einig. Spitze, beide. Top zu fahren, also eben das Stück gerade hinter Eschwege. Unser heutiges Stück von Eschwege bis hier nach Hanmünden kann man super machen. Gruß an Fried und Bettina. Eschwege hat einen Bahnhof und Hanmünden hat einen Bahnhof, das wisst ihr auch. Auch das wäre eine Etappe wert. Ihr könnt das sogar verlängern auf eine 2-Tages-Wochenendtour, weil davor waren wir in Herlingshausen. Und Herlingshausen hat auch einen Bahnhof. Ich weiß jetzt nicht, wie die Anbindung da ist. Das war die Etappe von Herlingshausen nach Eschwege. Also theoretisch sogar haben wir da Bahn, 2 Tage. Der Mainradweg war nicht so Bombe, das nicht war unseres. Nicht so toll, weil da viel Traffic war. Also die Bahn daneben, die Straße direkt daneben, also das war nicht so gut. Ja, gut war auf jeden Fall, dass wir gesund und ohne Verletzungen, ohne Krankheiten durchgekommen sind. Keine Zwischenfälle, weder gesundheitlicher Natur noch technischer Natur. Das Einzige ist, einmal ist Karin die Kette, nee, zweimal. Ich kann inzwischen selber Kette das wieder drauf. Das kann sie mittlerweile selber. Aber meine Schaltung muss sowieso eingestellt werden, die ist irgendwie völlig verrödelt. Was in wir Behandlung. Auf jeden Fall bei der nächsten Tour beachten werden ist, oder machen werden, wir werden auf jeden Fall mal so ein Art Tagebuch führen. Denn wir wussten schon nach dem 4. Tag nicht mehr, wo wir am 1. Tag gewesen sind, so in etwa. Vor allem, was wir unterwegs erlebt haben, die besonderen Erlebnisse, mit denen wir so gesprochen haben, das ist jetzt schon wieder weg und wir ärgern uns kolossal. Ich habe das bei anderen Reisen nämlich gemacht. Ich habe immer so ein kleines Notizbuch mit und habe vom Tag Stichworte gemacht. Das haben wir diesmal versäumt. Wir waren echt blöd. Wir waren zu faul dazu, sage ich jetzt mal. Also das müssen wir nächstes Mal besser machen. Außerdem müssen wir eine Liste führen. Das werden wir dann, wenn wir zu Hause sind, auf jeden Fall machen. Was wir völlig überflüssigerweise mitgeschleppt haben, zum Beispiel. Ein zweites Tablet braucht man nicht. Wenn man zu zweit reist, guckt man sich gemeinsam auf einem Tablet die Sachen an. Völliger Quatsch. Dann hat man Kopfhörer dabei und noch so ein schweres Stativ hatte ich auch noch mit in der Tasche. Alles dummes Zeug. Also kann zu Hause bleiben nächstes Mal. Auf jeden Fall natürlich, aber die Werkzeugkiste oder meine Werkzeugtasche, wo alles Werkzeug drin ist, die muss wieder mit. Ja, was noch? Was wollte ich noch gesagt haben? Inzwischen habe ich wieder drauf gebaut. Alles eingepackt. Ich möchte mich bei dir bedanken für die schöne Tour und für die Planung, die Karin übrigens übernommen hat. Wir haben uns das Ganze so ein bisschen aufgeteilt. Ich filme derweil zu 90,95%. Stimmt. Die Sequenzen gefilmt. Ja, das heißt also die Videoproduktion und so weiter, das übernehme ich. Und bei dir, wie gesagt, mich bedanken für die Planung, für die Hotelreservierung, denn das kannst du eindeutig besser. Und ich bedanke mich dafür, dass es dir auch gefallen hat, wie ich es ausgesucht habe. Also. Aber so lange könnt ihr auch bei mir mal bei Radeln und Wandern vorbeischauen. Ich gehe bestimmt noch auf Wanderschaft und außerdem habe ich da ja noch das Material vom letzten Jahr. Können wir ja auch mal einen Link einbauen. Wir hauen jetzt ab hier, fahren nach Hause. Bye bye, macht's gut. Es war nett mit euch. Vielen ich hoffe, Dank euch hat es gefallen. Ja.
bis zur nächsten Radreise oder zum nächsten Erlebnis, was wir euch mit euch teilen werden. Tschüss. Tschüss. Heute Abend gibt's, glaube ich, gegrillten Lucy. Meine Fresse, knallt die Sonne, ey. Das ist jetzt also hier für mich komplett Neuland. Hier war ich noch nicht. Löppt. Herrlich zu fahren hier an der Aller. Da werde ich mir was einfallen lassen. Nass werde ich auf jeden Fall. Alter Schwede. Ich brauche dringend einen Apfel. Dann brauchst du den. Dann werden wir. Gucken, was hier reingeht. Der Knoblauch. Keine Mücken. Sehr gut. Hätte ich mal nichts gesagt, von wegen keine Mücken. Und jetzt kommen sie aber hier mit Macht, echt. Boah, jetzt stecken sie mich durch die Socken, die Biester, ey. Vollgefressen bin ich, satt, zufrieden, glücklich. Was will ich mehr? Ja, das Wetter hat mich gestern total verarscht, habe ich das Gefühl. Ist das schön. Und jetzt erstmal Schluck trinken. Mann, ist das duster hier. Ist das der Sherwood Forest oder was ist das hier? Da werden wir Licht anmachen. Mich da sogar noch falsch abgebogen. Irgendwie umdrehen, ey. Muss das sein. Unten hätte ich rechts gemusst. Oh, ich muss ausmachen, das geht nicht. Schön hier. Was habe ich nur verbrochen? Darauf habe ich nur gewartet. Na, das hat auch geflutscht, oder? Also alles wieder im Butter. Also die Wegbeschaffenheit hier. Eine schwache 4, würde ich mal sagen. Guckt ihr das an hier, was hier für Löcher sind, ey. Oh, ja, was ich von dem Wetter halten soll, weiß ich auch nicht. Oh, ist das herrlich, wenn das Wasser in die Schuhe reinläuft. I'm singing in the rain. Und wie ich das Zeug hier alles trocken kriege, bis morgen, weiß ich noch nicht. Bestes Freibadwetter. Oh, Regen wird langsam wärmer. Ah, Brille auf, denn ich sehe das nicht. Das ist ein... Die Gamaschen habe ich mir jetzt hier an Lenker gehängt, damit sie mir nicht wegwehen. Und die Hose werde ich jetzt mal eine Weile in der Hand behalten. So, wird's gemacht. Lucys Föhntrick. Eine Windhose. Unterschalt. Jetzt habe ich mir noch mal was anderes überlegt. Kommt mir einer entgegen, der guckt schon so, als wenn ich vom anderen Stern kommen würde. Oh, da hinten kommen schon wieder dunkle Wolken, ey. Bitte nicht. Trocken wie die Wüste Gobi, die Böcks. Nass, Nasser, Nesser, sagt man denn? Nesser. Ich Oxhausen, nee, Ox. Oxhausen heißt das hier. Ziel erreicht. Huiuiui. 136 Kilometer heute. Das reicht. Ob es noch regnet? Mann, hat das gegossen heute Nacht, ey. Oh, gut, hilft nichts. Ja, zuerst mache ich mir nichts. Drama-Feeling will hier aber nicht aufkommen. Die Ameisen, die Biester reingekrabbelt. Hier alles voller Ameisen und B-Meisen und ich weiß nicht, was da alles für Tiere drin ist. Oh, ihr sollt nicht in mein Zelt reinkrabbeln, verdammt. So, Kaffee jetzt, Zähne wienern und dann Abfahrt. Kriegen das Fass weg. Ganz viel Meerwasser kann der Bach auch nicht aufnehmen, dann läuft sie mir hier übers Ufer. Und meine Gamaschen sind auch gleich wieder trocken. Geil, ne? Land unter hier. Ich versuch's trotzdem. Gut, ich fahre jetzt mal lang. Oh, oh, oh. Hier das nächste Hindernis. Das ging gut. Aber der Weg hier total matschig. Und das Rad sieht aus. Gott, oh Gott. 450 Meter Gasse rechts. Herrliche Luft hier. Mal sehen, was gleich kommt. So, was ist das hier? The Road to Nowhere, oder? Ja, und jetzt stehe ich irgendwo in Ossen. Was weiß ich, Ossen da. Ich will doch nicht. Ich muss jetzt hier die Bundesstraße fahren. Kein Radweg. Wohl fühle ich mich gerade nicht. Und wenn es schnell geht, macht nichts. Mann, ging mir der Stift eben. Ich will hier gar nicht wieder weg. Glatt wie ein Spiegel mit Schlaglöchern und so. Jetzt bin ich wieder auf dem Track. Scheiße, Brille verloren. Kann man echt gut fahren. Jetzt wird's duster.